Willkommen zu einem neuen COD-Video. Wir gucken uns heute einige Extras aus Black Ops 3 an, die man mal getestet haben sollte. Einige davon kennt ihr vielleicht schon, andere noch nicht, und wir werfen erstmal einen Blick auf Sexta Sin. Das ist wahrscheinlich so das Extra, das die meisten von euch kennen, das die meisten wahrscheinlich auch mitnehmen die meiste Zeit. Ist, glaube ich, sogar ein Extra, was gleich am Anfang bei irgendeiner Standardklasse mit dabei ist. Und falls ihr Sexta Sin wirklich noch nicht getestet haben solltet, dann macht das unbedingt. Denn Sexta Sin zeigt euch Gegner an, die in der Nähe von euch sind. Im Gameplay im Hintergrund seht ihr das auch, das heißt, dort habe ich Sexta Sin mit dabei. Und wenn ihr links oben auf die Minimap schaut, dann seht ihr da immer mal wieder so rote Markierungen. Da wird eben angezeigt, von wo die Gegner gerade kommen. Das heißt, die Anzeige zeigt an, links, rechts, vorne, hinten, was allerdings komplett reicht, um eben so ein bisschen vorgewarnt zu werden, wenn wer von hinten kommt. Man wird nicht mehr ganz so oft von hinten weggeholt, was eine sehr angenehme Sache ist, und falls man in irgendeiner Lobby spielt, wo viele Camper sind, dann entspannt sich die ganze Situation auch ein bisschen, denn wenn man natürlich an einem Camper vorbeiläuft oder gerade vorbeilaufen will, dann wird auch angezeigt, ey, da rechts neben dir, da hockt einer. Man weiß dann eben auch ganz genau, gut, da sollte ich mal langsam vorbei, sollte vielleicht schon mal hinaimen. Die meiste Zeit kann man so die ganzen Camper auch wegholen. Das heißt, Sexta Sin sollte man mal testen, falls man das wirklich noch nicht gemacht hat. Weiter geht's dann mit dem Extra Aufgespürt. Aufgespürt ist auch ein sehr mächtiges Extra, würde ich sagen. Und ich glaube, das übersehen die meisten. Ich glaube, die meisten nehmen das nicht mit. Andere nehmen es mit. Montana Black, glaube ich, hat das oft ausgerüstet, habe ich in seinen Livestreams gesehen. Und ihr solltet dieses Ding auf jeden Fall auch mal mitnehmen, denn Aufgespürt zeigt die Schritte der Gegner an. Diese Anzeige, die ist jetzt nicht wirklich lang, so ein paar Sekunden. Und ich sehe es auch im Gameplay im Hintergrund. Es gibt da diese Fußabdrücke und die zeigen eben an, dass dort gerade ein Gegner vorbeigerannt ist. Und ich finde, das ist auch eine extrem hilfreiche Sache, gerade wenn man zum Beispiel in irgendwelche Gebäude reingeht und sich nicht sicher ist, hat sich da noch wer versteckt, vielleicht in einem oberen Stock, in einem anderen Zimmer, denn wenn man dann irgendwo diese Schritte sieht, dann sieht man eben, in welche Richtung die gehen, man weiß dann immer ganz gut, okay, da müsste irgendwo einer sein, man kann da auch ein bisschen vorsichtiger reingehen und kriegt dann den Gegner dort vielleicht noch weg. Das heißt, das ist auch ein Perk, den man mitnehmen kann, wenn man zum Beispiel so ein bisschen rusht, wenn man in den Gegnerspawn reinrushen will und so weiter, denn da werden die Gegner auch einfach nochmal anders angezeigt und man kann sich besser auf die Gegner vorbereiten. Weiter geht's dann mit dem Extra Übertaktung. Und Übertaktung hört sich erstmal nicht ganz so spannend an, muss man auf jeden Fall sagen. Denn Übertaktung sorgt einfach dafür, dass die Fähigkeit oder die Waffe der Spezialisten schneller aufgeladen ist. Allerdings, wenn man irgendwie einen Modus spielt, bei dem man auf einen speziellen Spezialisten vertraut und mit dem wirklich gut arbeiten kann, dann bringt dieses Extra doch einiges. Und im Hintergrund, da seht ihr gerade in Frei für alle Gameplay, wo ich eben Vision Pulse von Seraph mitnehme. Und Vision Pulse zeigt ja alle Gegner in der Nähe an, und gerade bei diesen wackeligen Frei für alle Spawns ist das wirklich eine hilfreiche Sache, gerade wenn man irgendwie kurz vor einer Drohne ist und so weiter. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mit diesem Extra Vision Pulse so oft bekommen habe, dass es mir wirklich gut geholfen hat. Und von daher würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr Übertaktung einfach mal testet, wenn ihr eben irgendeinen Modus spielt mit einem Spezialisten, der sich sehr gut eignet für den Modus. Das heißt, wenn man Herrschaft oder Stellung spielt und zum Beispiel die Schwerkraftstacheln mit dabei hat, dann kann das auch ein gutes Extra sein, weil man dann eben schön oft diesen Punkt leerräumen kann mit seinen Schwerkraftstacheln und dort sicherlich auch einige Punkte und Kills abräumen kann. Und ja, das war's denn ansonsten mit diesem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesen Extras sagt, falls ihr die schon getestet habt. Und falls ihr einen davon noch nicht getestet haben solltet, dann testet den auf jeden Fall aus. Und ansonsten war's das dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.